Guten Morgen und ein herzliches Willkommen zum Forex am Morgen, Ihrem persönlichen Marktaus- und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben Dienstag, den 29.04.2014, 9.44 Uhr ganz genau. Der DAX, die amerikanischen Indizes können wieder ein wenig Stärke zeigen, können wieder ein wenig ansteigen. Auch der US-Dollar wird hier ein wenig schwächer, was dazu führt, dass die US-Dollar-Paare stärker werden. Der Euro-US-Dollar attackierte vor eben gerade hier das Hoch vom gestrigen Tag im Bereich der 1,3880. Aber auch das britische Pfund konnte heute zulegen und es wird sehr interessant im Bereich der 1,6860er Marke. Fangen wir beim Euro-US-Dollar an. Im Gold und im Brent hat sich nicht viel getan. Wir können kurz auf Gold eingehen. Wir hatten ja gesagt, hier ist Vorsicht geboten, denn die abfallende Trendlinie kann zu fallenden Kursen führen. Hier ging es dann 15 Dollar nach unten. Alles in allem befindet sich Gold in so einer Art Zuspitzungsphase. Auf der einen Seite gut unterstützt hier noch in untergeordneten Zeitfenstern im Bereich von 1264, 1256, aber auch genauso begrenzt bei 1311, sodass jetzt hier untergeordnet immer noch der Short aktiv ist, beziehungsweise auch übergeordnet, weil wir hier immer noch eigentlich ein Marktmuster aus fallenden Hochs und fallenden Tiefs haben. Also hier hat sich nichts verändert. Er müsste eigentlich erstmal zumindest hier diese Trendlinie brechen, um leichte bullische Impulse zu zeigen. Davon sind wir noch weit entfernt. Immer noch hier unterstützt im Bereich von 1286, kurzes 50er Retracement, drüber das 38,2er Retracement. Alles in allem also hier nicht wirklich interessant. Interessanter ist der Euro-US-Dollar, denn der attackiert heute zum zweiten Mal auf im Tageschart hier die abfallende Trendlinie, diese etwas verschobene Dreiecksformation, und sollte es dann heute im kurzfristigen Bereich dann letztendlich über die 1,3880er Marke gehen, ist er als Long zu interpretieren und dann bricht er auch hier diese Tagestrendlinie. Aktuell scheitert er dran, aber das ist heute mit Sicherheit ein sehr interessantes Niveau. Ansonsten ist er weiterhin seitwärts, also für Short-Positionen ist er mir zu gefährlich, zu Long. Also kommt heute nur der Long-Ausbruch in Frage über 1,3880, gilt genauso für britisch Pfund US-Dollar. Auch hier der übergeordnete Trend ist aufwärts gerichtet, er drückt sich nach oben. Die bullischen Impulse, wie gesagt, kommen immer wieder und wir attackieren hier jetzt schon wieder das Jahreshoch 2014. Wir hatten gestern ja schon im Prinzip hier den Ausbruch und heute kommt eventuell der Ausbruch nach dem Ausbruch, nämlich das Niveau, was wir gestern nicht halten konnten, die 1,6860er Marke, die muss er überschreiten, dann hat er Platz nach oben. Short-Positionen sind aufgrund der Stärke, die wir hier im britisch Pfund US-Dollar sehen, besonders im britisch Pfund, und ja, nicht zu empfehlen. Der US-Dollar-Schweizer Franken hat letztendlich hier einen neuen Abwärtstrend gebildet. Bärische Flagge wurde auch nach unten hin verlassen und das Gap Close steht hier immer noch an bei 0,8757. Bedeutet, der US-Dollar-Schweizer Franken hat noch Potenzial nach unten und das bedeutet, wenn dieser noch Potenzial nach unten hat und bis dahin fallen sollte, müssten eigentlich Euro-US-Dollar und Britisch-Pfund-US-Dollar anfangen zu steigen. Australisch-Dollar-US-Dollar ist relativ schwach, aber wir gehen jetzt langsam von Long-Positionen aus. Also hier sollte man jetzt langsam vorsichtig werden, denn wir kommen an starke Unterstützungen. Das gilt, solange er jetzt über der 0,9140er Marke bleibt. Das heißt, ab jetzt schätzen wir ihn Long ein und jetzt kann man hier mit einem Split so gesehen nach unten hin kaufen, bis in den Bereich von 0,9140, denn da kommt jetzt auch die Nackenlinie der großen inversen SKS. Die Yen-Paare werden auch mal interessant. Wir hatten ja hier die lange aus dem Programm genommen, weil da schlichtweg einfach nichts ging. Und jetzt attackieren wir hier diese große Dreiecksformation und ein bullischer Tagesdurchschuss. Muss halt auf Tagesbasis auch wirklich drüber schließen. Der würde hier die große Formation aushebeln und dann hätten wir erstmal Potenzial bis in den Bereich von 143,80 und 145,50 japanischen Yen pro Euro. Gleiches gilt für den Hongkong-Dollar, japanisch-Yen, auch sehr interessantes Durchbruchsniveau aktuell hier bei der 13,25. Wäre auch hier bei einem Durchschuss interessant, long zu traden. Gleiches gilt für den Britisch-Pfund. Japanisch Yen, da sind wir noch ein bisschen weiter weg, aber schauen Sie sich das mal genauer an. Wir sind hier schon x-mal abgeprallt bei der Marke von 173,60 japanischen Yen. Lag natürlich hier auch an der fetten Monats-EMA 200, aber wir haben hier immer noch ein steigendes Marktmuster. Man sieht es hier eigentlich sehr, sehr schön, dass wir uns hier in einem steigenden Dreieck befinden und somit wäre der Ausbruch
Auch einer der interessantesten Trading-Chancen des heutigen Tages. Der australische Dollar, Schweizer Franken nähert sich auch langsam der Unterstützung des Dreiecks, wenn ich mich recht entsinne. Der könnte dann hier langsam im Bereich der 0,81er-Marke drehen. Gute Unterstützung, hier erwarten wir jetzt eigentlich steigende Kurse. Britisch Pfund, Kanadisch Dollar, der Ausbruchstrade, auf den wir schon länger warten, zeigt weiterhin seine Stärke. Im Prinzip sieht er ähnlich aus wie der Britisch Pfund, Japanisch Yen. Also das britische Pfund ist eh momentan stark. Das würde ich nicht shorten in der gegenwärtigen Situation. Aber hier der große Swing Trade, der große Ausbruchstrade über 1,86, 98 würde ich aufrunden auf 1,87. Ja, über 1,87 ist das Ding dann einfach stark long. Das was zu den Devisenpaaren moderat. Wir hatten 8 Stück. Also da gibt es durchaus einiges, was man heute wahrnehmen kann, falls denn die Marken getriggert werden, ausgelöst werden. Der DAX könnte wieder einige Kopfschmerzen bereitet haben, denn es gab gestern bzw. heute wieder einen scharfen Richtungswechsel, nachdem wir ja hier eine durchaus stärkere Korrektur von 260 Punkten gesehen haben. An dieser oberen Trendkanallinie erfolgte hier im Bereich der 9.350er-Marke die scharfe Kehrtwende und es ging wieder 200 Punkte nach oben. Das ist völlig normal, denn wir befinden uns hier in einer Konsolidierungsformation. Auf dem Tagesschart sieht man das hier wunderschön und da ist der Markt eben sehr abgehackt. Choppy nennt man sowas, ständige Richtungswechsel und das wird auch noch so weitergehen, bis diese Konsolidierungsformation endgültig für das ein oder andere Mal gebrochen worden ist. Das geht sowohl auf der Long- als auch der Short-Seite. Aufgrund der Tatsache, dass wir noch über 400 Punkte entfernt sind von einem Bruch der Short-Seite, gehe ich heute mal nicht auf das Short-Setup ein. Die Frage ist nur, was macht man heute im DAX? Na ja, gut, er startet erstmal stark, eröffnet hier mit einem mit einem 33-Punkte-Gap, da wäre ich jetzt in der gegenwärtigen Situation vorsichtig. Da könnte man fast schon im Prinzip eigentlich abwarten auf den Pullback hier bis in den Bereich von 9.463 Punkten. So, und erst wenn er hier praktisch hier drauf konsolidiert, wäre ein Long Trade denkbar. Er ist aber schon relativ gut unterstützt, so im Bereich von 9.500 Punkten mit dem Gap. Diese Gaps müssen noch nicht zwangsläufig gefüllt werden, denn letztendlich haben wir noch Gaps aus der Vergangenheit offen, die sind noch schon ewig offen. Also da wäre ich vorsichtig mit diesem Gap Close. Fakt ist, heute sind gute Unterstützungen im Bereich von 9.500 und 9.472 Punkte zu sehen. Widerstände liegen im Bereich von 9.622 Punkten. Dass wir immer noch in einem Long-Trend sind, völlig intakten Long-Trend, das zeigt hier zum Beispiel der S&P. Nasdaq ist ein bisschen schwächer. Der S&P, wir hatten ja gesagt, solange er hier über diese aufsteigende Trendlinie bleibt, hat Tages-EMA 2050 schön angetestet, zieht wieder zurück. Also noch ist da keine Spur auch von Schwäche im Markt. Sicherlich, dass der Markt zurückzieht, aber das ist alles halb so wild. Denn wir sind immer noch hier übergeordnet long, untergeordnet seitwärts. Also übergeordnet aufwärts gerichtet. Man sieht auch aktuell noch keine Spur von irgendwelchen Short-Impulsen. Wir befinden uns hier in diesem großen, breiten, aufwärts gerichteten Trendkanal. Soweit ist alles in Ordnung. Auch die höheren Hochs und Tiefs, die bestätigen das. Untergeordnet hier die Seitwärtsphase aktuell und bullisch wird es dann heute über der 1900er Marke, 1900 Punkte. Das ist nicht nur des Jahres, sondern auch das Allzeithoch im S&P. Also vorsichtig mit den Shorts, auch wenn es Short gehen sollte. Fachlich sind wir immer noch Long. Und daher kommt nur hier der Long in Frage. Gleiches gilt für den Dow Jones. Wenn Sie sich den mal anschauen, der drückt sich zunehmend nach oben und jetzt haben wir hier sogar noch ein sehr enges Zwischentief gemacht vor dem möglichen Ausbruch. Das ist relativ eng, aber immer noch auch hier übergeordnet long, untergeordnet seitwärts. Und auch hier wird es heute wieder sehr interessant, wenn er die Allzeithochs attackiert, ob er sie dann tatsächlich bullisch durchschießen kann. Aufgrund der Marktmuster und aufgrund der Situation aktuell sind wir vorsichtig, denn die Situation ist immer noch als long zu interpretieren, übergeordnet. Und das ist da dann mit Short-Positionen gefährlich, zumindest in der aktuellen Situation. UK 100, der englische DAX, ausgebrochen. Auch hier wird es jetzt interessant für eine Long-Position. Pullback kommt, Seitwärtsphase nach oben hin aufgelöst. Also heute stehen die Börsenampeln, was die Aktienindizes angehen, eher auf grün. Und man sollte da mit den Short-Positionen, wie gesagt, vorsichtig unterwegs sein. Shorten kann man immer noch, wenn der Markt tatsächlich bricht,
wenn der Markt einem zeigt, dass wir short sind, aber angesichts dieses aufwärtsgerichteten Trends völlig intakt, würde mich hier ein Long-Durchbruch in den nächsten Tagen nicht überraschen. Wir werden es beobachten. Ich bedanke mich erstmal an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit. Mehr gibt es dann heute Abend um 19:30 Uhr und bis dahin sage ich gute Trades, gute Entscheidungen und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.